Ja, ihr seht richtig. Heute gibt's mal wieder Gäste Rank als Videoform. Und das hier ist der erste Spieler. Drally heißt er. 2 versus 2. Links fährt zuerst. Er followt, nimmt sich den Big Boost in der Mitte. Hat aber jetzt ein kleines Problem, weil er nicht ganz gut steht zum Ball. Aber haut einen ordentlichen Save raus. Auch jetzt stehst du nicht ganz so gut, haust den Ball eher gefährlich vors eigene Tor. Double Commit und der Ball ist wahrscheinlich drin. Nicht ganz so stark gemacht von dir. Der nächste Kickoff war nicht ganz so geil. Dein Mate followed auch und deswegen steht er jetzt awkward da und haut den Ball fast vors eigene Tor. Du kannst ihn aber erstmal safen mit einem Ceiling Shot. Richtig schön gemacht. Flip Reset. Aber schaffst du nicht, weil der Gegner da ist. Trotzdem war das ziemlich nice gemacht. Jetzt hast du den Ball hier. Dribbling gehst du an und richtig nicer Flick, das sah gut aus. Jetzt also 1:1, der nächste Kickoff kommt, der kommt sogar gut für euch. Du nimmst den Ball schön mit, also dein Movement sieht eigentlich richtig clean aus. Auch hier, du spielst den Ball, weil du keinen Boost mehr hast, sodass der Gegner den Ball nicht unbedingt gut annehmen kann. Dein Teammate auch nochmal, jetzt hier ein bisschen schwierig, du gehst ein bisschen zu spät drauf oder zu, ja, zu unsicher drauf, aber trotzdem nice gemacht. Ich muss auf die Toilette. Der Ball ist wieder drin, 2:1. Und es geht direkt weiter mit dem nächsten Kickoff. Da, schöner 50 nochmal. Jetzt gehst du erstmal komplett nach hinten, weil du weißt, du hast keinen Boost. Deswegen schaffst du auch da einen super nice Safe oder 50. Und deswegen seid ihr auch schon wieder open und der Ball ist drin. Das ist schön. Und jetzt wird super interessant, weil 3:1, nächster Kickoff. Ihr seid wieder open, weil die Gegner den Kickoff nicht gut hinbekommen. Heißt, ihr führt jetzt mit 4:1. Ist erstmal super geil, aber es sind immer noch 3:48 auf der Uhr. Das heißt, es kann hier noch einiges passieren. Ihr braucht jetzt relativ schnell in 5:1. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass die beiden auch schon lieben werden. Ansonsten mit einem 4:2 wird es auch wieder ekelhaft. Das kann auch ganz, ganz schnell wieder passieren. Aber ihr bleibt schön dran. Boah, schön mitgenommen. Leider kein Double Tap bekommen. Ball ist oben, Ball ist weit. Du bewegst dich richtig schnell, richtig schön. Auch hier wieder schön in die Mitte. Und jetzt ist der Ball drin. 5:1. Und wie ihr sehen könnt, sie haben aufgegeben, weil das Replay ist vorbei. Also man konnte ziemlich wenig Material sehen. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass es eigentlich ein High Rank ist. Also mindestens Grand Champion 1. Trotzdem würde ich, glaube ich, noch ein bisschen nach oben gehen und sagen, das da ist Grand Champion 3. Oder was meint ihr? Zweite Runde. Der Spieler heißt Shadow und auch hier ein 2 versus 2. Heißt, wir können so ein bisschen vergleichen in Bezug auf den ersten. Welchen Rang hat er wohl? Wir merken, alles so ein bisschen langsamer. Hier ist dein Mate in einer blöden Position, kann man aber manchmal nicht unbedingt verhindern. Passt also erstmal. Jetzt geht dein Mate hier schön drauf. Der Gegner ist da, du wirst da weggerammt. Ja, auch das passiert so ein bisschen. Man kann das alles natürlich ein bisschen schöner lösen, passt aber erstmal soweit. Da spielst du den Ball nicht unbedingt gewinnbringend in die Mitte, macht also wenig Sinn. Da musst du nicht unbedingt drauf gehen, weil du weißt, dein Teammate ist hinten. Aber ja, also wir merken, Ball ist drin, nein, noch nicht jetzt. Jetzt ist er drin, oder? Also wir merken, es ist, glaube ich, eher ein bisschen lower als der erste. Nächster Kickoff und du fährst hier nach hinten. Machst du gut, nimmst den Boost mit. Dein Mate geht aber auch auf den Ball und ihr beide geht drauf. Double Commit. Also, es ist leider dein Fehler, auch wenn es eigentlich nicht dein Fehler ist. Weil dein Mate weiß halt nicht, vor allem, wenn ihr nicht kommunizieren könnt, dass du da bist und du siehst eben, dein Mate ist da, deswegen bleib da lieber weg. Also es ist eher dein Fehler. Obwohl es halt eigentlich nicht dein Fehler ist. Im Rocket League Shop gibt es gerade sämtliche Ford-Autos. Wie zum Beispiel auch den Mustang Mach-E. Und auch das Ford Mega Bundle mit allen Autos. Kauf dir also die 3000 Credits bei Aerial.exchange, denn dort kosten sie nur knapp 15 Euro. Alle Credits und viele Items und Autos gibt es dort günstiger. Code Annie hat nicht vergessen, um nochmal 3% zu sparen und um mich maximal zu supporten. Ich bedanke mich für dein Vertrauen und deine Unterstützung. Jetzt geht dein Mate hier ans Board, nimmt den Ball schön mit, macht einen Backflip. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Aber er hat ihn nicht, er kann den Ball nicht safen. Ball ist drin, wie nice ist das denn? Und jetzt challenge dein Teammate richtig nice. Hat den Ball hier einmal, du bist nicht richtig in der Mitte, aber die beiden spielen den Ball schön. Oh nein, oh du machst ihn nicht rein. Oh, das ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen, passiert schon mal, aber man kann den Ball auf jeden Fall irgendwie reindrücken. Vielleicht einfach ein bisschen Trainingspacks üben, um das auch mal Double Commits. Das kann man nicht mit Trainingspacks üben, theoretisch. Also
Ja, deswegen ist der Ball jetzt drin. Das wäre eigentlich ein 4:1. Also, welchen Rang könnte Shadow haben? Ich tendiere gerade am ehesten zu einem Platin, könnte aber auch ein High Gold sein. Aber ich sage einfach mal, das hier war Platin 2. Letzte Runde für heute. K744 heißt er und auch hier ein 2 versus 2. Heißt, wir können heute alle Replays richtig gut vergleichen. Mit Boost bekommst du ja nicht blöd gemacht, deswegen musst du jetzt irgendwie nach hinten kommen. Ja, fahr da am besten irgendwie großzügig weg, weil dein Mate will den Ball raushauen und du kannst den Ball höchstens reinhauen. Boost ist nicht da und du haust den Ball in die Mitte. Alles wäre so viel anders gekommen, wenn du den allerersten Mitboost genommen hättest. Jetzt hier nach dem 50 kommt der Ball blöd aufs Tor, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte ganz genauso reagiert. Erstmal abgewartet, bis der Ball vom Board kommt und dann den Ball nicht gehabt, weil der andere Gegner da gewesen ist. Schöne Demo. Oh, blöde Demo. Kannst du den Ball vielleicht trotzdem irgendwie reinmachen? Nein. Oh, ganz, ganz knapp. Aber du hast den Boost bekommen. Vielleicht kannst du da oben noch irgendwas machen. Oder jetzt den Ball schießen. Schön gemacht. Schönes Passing Play. Ball ist drin. 1:1. Dein Team verfehlt den Ball. Oh nein, ihr seid open, aber vollkommen open. Kommst du da noch ran? Oh, schöner Save. Wichtig und schön gemacht. Jetzt bleibst du ja ein bisschen sehr defensiv im Tor, aber trotzdem hast du den Ball, also alles cool. Aber vielleicht kannst du da noch einen Ticken früher rausfahren, weil im Tor zu stehen hinter der Linie bringt dir halt nichts, wenn der Ball aufs Tor kommt. Auch da nochmal den dritten Save. Junge, du haust hier den nächsten Save raus. Also du carryst deinen Mate gerade komplett. Jetzt könnt ihr beide hier schön drauffahren, vielleicht einen Pinch machen oder so. Ah, du wartest auf ein Passing Play, oder? Okay, okay, kann man auch machen. Schön den Ball weggesnackt, richtig schön gemacht, Boost mitgenommen. Schöner Double Tap. Oh, das sah aber clean aus. Ey, ganz ehrlich, ihr müsst mir jetzt mal einen Tipp geben, weil das passiert mir auch ganz häufig. Ich möchte den Ball hier Ground to Aerial spielen, aber mein Auto zerreißt es komplett nach links und nach rechts. Warum ist das so? By the way, auch hier wieder ein Double Commit von deinem Teammate. Also da hast du keinen Fehler gemacht. Du bist immer noch da. Du gehst nach oben, aber dein Teammate geht einfach auch mit drauf. War nicht ganz so gut gemacht. Jetzt vielleicht den Ball nochmal irgendwie reinbringen. Ja, wird schwierig, aber reicht nicht. Das war, ja. Ich habe genug gesehen. Ich gebe jetzt mal meinen Guess ab. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich glaube, das könnte schon ein höherer Rang sein. Eventuell irgendwas Richtung Champion, weil ich dadurch viele Muster von mir erkenne. Deswegen würde ich mal ganz grob sagen, Champion 2. Also was meint ihr? Welche Ränge haben diese Spieler gehabt? Schreibt mir gerne eure Vermutung jetzt in die Kommentare. Drali war der erste, wo ich auf jeden Fall davon ausgehen kann, dass das ein High Rank ist. Deswegen habe ich Grand Champion 3 gesagt. Aber war er auch Grand Champion 3? Nein, er war Super Sonic Legend. 2100 Matchmaking-Punkte, heißt Top 35. Um ehrlich zu sein, Top 35 habe ich da jetzt nicht rausgesehen, aber ich bin auch kein Profi in diesen High Ranks. Trotzdem GG an dich, nice gemacht. Shadow war der zweite und es war auf jeden Fall ein loweres Replay. Ich habe dort gesagt Platin 2, aber war er auch Platin 2? Nein, er war Diamant 2. Oh, also drei Ränge höher. Für mich waren da zu viele Double Commits am Start, zu viele Sachen, die mir nicht ganz so gut gefallen haben für ein cleanes, solides Diamant 2 Replay. Deswegen sorry, ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Und Kasim war das letzte Replay, wo ich ziemlich ähnliche Spielzüge und eben auch Mechanics gesehen habe, wie in meinen Replays immer. Deswegen habe ich mich für ein solides Champion 2 entschieden. Aber war er auch Champion 2? Ja, er war Champion 2. Ich fand das Positioning und die Rotation nicht immer on point, deswegen habe ich nur Champion 2 gesagt. Aber ja, ich lag ja komplett richtig. Und ich hoffe, du lagst bei allen drei Replays richtig.